Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Heute werden wir wieder gemeinsam zeichnen und zwar diesen Kawaii-Kuchen. Ich finde ihn wirklich super niedlich in der Geschmacksrichtung Erdbeerkirsch-Pudding oder sowas. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe und was ihr dafür braucht, dann schaut weiter. Für unseren Kawaii-Kuchen brauchen wir ein Blatt Papier, dann einen Bleistift, am besten mit Radiergummi, außerdem ein paar Stifte. Ich benutze Filzstifte, weil die besonders schön leuchten. Ich habe hier Farben wie zum Beispiel Beige, Gelb, Rot, Pink und Schwarz. Als erstes malen wir ein Rechteck, am besten relativ weit unten am Papierrand. Da könnt ihr auch gerne ein Lineal nehmen. Ich mache das mal frei Hand. Dann male ich hier so einen Bogen. Und hier eine gerade Linie, ungefähr in einem 45-Grad-Winkel, wenn euch das was sagt. Das sieht jetzt mehr oder weniger aus wie ein Haus, aber gleich wird es aussehen wie ein Kuchen, hoffe ich zumindest. Ich werde jetzt erstmal den Boden des Kuchens malen. Dazu ziehe ich einfach eine weitere Linie hier drunter. Und ich male jetzt auch noch eine Sahnehaube sowie eine kleine Kirsche. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Obst malen, aber ich finde, Kirschen passen immer ganz gut zu Kawaii. Also erstmal die Sahnehaube. Was natürlich überhaupt nicht fehlen darf bei Kawaii, sind die niedlichen Augen und ein süßer Mund. Wir können jetzt entweder so große Kulleraugen machen, aber es gibt ja natürlich auch andere Kawaii-Gesichter. Ich bleibe auf jeden Fall bei den Kulleraugen, die finde ich am knuffigsten. Also zwei große Kreise. Und ein kleiner Mund. Jetzt malen wir noch unseren Kuchen a